Was geht, Bitches? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Let's Go Evoli bei den Bitches und was auch immer zuguckt. Ja, wir waren hier stinkerig beim Team Rocket Spielhalle oder sowas. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Gamer-Zentrum, wo halt Team Rocket rumgammelt und da sind die auch schon. Komm schon, komm schon, los nur noch ein bisschen. Ah, Fessel ist geschafft. Sag mal, Jay-Z, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Dragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Ich glaube, da ist es ja schon. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird es bereuen. Okay, wir legen uns mit dir an. Pisser. Rübe von Team Rocket fordert dich heraus. Radikal, ach okay. Jetzt wollen wir Radikal gegen dein Radikal. Wir räumen deinen Radikal auf, du kleines radikales Arschloch. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Level 29. Aber dazu hat er, glaube ich, keine... Nee. Wer hat denn eine Kampfattacke drauf? Raichu? Schon im Kampf. Ja gut, dann passt das ja. Dann werde ich jetzt erstmal hier einen Doppelkick gegen dich einsetzen. Ich wusste gar nicht, dass du Doppelkick drauf hast. Oder ich habe es zumindest vergessen. Keine Ahnung. Was von den beiden? Ja, yeah, okay, du bist tot, Radikal. Ciao. Da sind wir doch zufrieden mit unserer Leistung. Oh Mann, das gibt Ärger. Tja. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Ja, ist ja überhaupt nicht auffällig bis jetzt gewesen, oder? Wollen wir ein bisschen spielen, Jungs? Was? Ich finde ein Robustbonbon. Kann man hier nicht spielen? Da läuft ein Spiel, bei dem man viele Pokémon zu einem Ziel lotsen muss. Ist die Spielhalle hier abgeschafft worden, oder was? Wenn ja, das finde ich ja mega schade. Warum? Warum wurde die abgeschafft? Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Kann ich aber echt nicht zocken? Geht das echt nicht? Ist das überhaupt die richtige Spielhalle? Ich denke mir, dass das die richtige ist. Ja gut, dann geht's nicht. Ach, ich kann ja auch... Warum ist sie jetzt... Seit wann ist hier ein Automat drin? Was ist das? Spendfächer... Das geht halt echt nicht. Warum kann man hier nicht zocken? Kannst du irgendwas dazu sagen? Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Halt die Schnauze. Arbeitest du mit Team Rocket zusammen? Okay, das Rocket-Versteck, Boys. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vom... Wie weit geht's denn nach unten? Okay, es geht ganz schön weit nach unten. Na gut. Dann kämpfen wir jetzt erstmal gegen jeden Trainer, den wir sehen und gut ist. Ja? Du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen? Ja, hab ich. Was dagegen, Bitch? Hä, Bitch? Was willst du, Bitch? Wenn du was zu...
entgegenzusetzen hast, dann sag's mir doch mal. Zeig's mir her. Dein Golbert wird Geschichte machen. Was ist eigentlich... Ja, Donnerblitz ist das Beste, okay. Gut, bon voyage, ciao. Als ob. Was habt ihr noch überlebt? Ach, noch Konfusstrahl, warum denn? Ich hoffe, meine Attacke geht nicht daneben. Das wäre ziemlich sick. Dankeschön, ciao. Bye, bye. Geh mir nicht auf die Senke, Golbert. Das kam unerwartet, ja. So sieht's auch aus, so soll's auch sein. Soll unerwartet sein. Okay, hier ist schon mal ein Item. 5 Hyperbälle. Kann mich irgendwas anklicken? Na gut, geht nicht. Das war alles für ein Item, oder was? Also hier ist auch noch eine. Psst, nicht so laut. Ist dir auch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Hey, du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was, als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Rocket Set von der schönen Spionin. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Wo kann man nochmal, ich glaube bei Klamottenkoffer, genau. Outfit to Joker wählen, Mate. Ich will jetzt erstmal hier als Team Rocket, rumlaufen. Gut. Sieht immer aus wie Team Rocket. Wie bin ich denen bitte ausgewichen? Danke fürs Item, Mate. Du findest 3 Stärkerbonbons. Der hätte eigentlich einfach nur die ganze Zeit da rechts gucken müssen. Ah, da brauche ich den Türöffner für. Genau, den droppt hier irgendeiner von denen. Einer von den 4 Brüdern, soweit ich weiß, oder sowas. Wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Tja, so läuft das eben, Bitch. Jetzt halt die Schnauze. Oh, der 3 Pokémon, okay, das wird erstmal ein bisschen schwieriger, aber wobei, wir haben ein Kadabra, oder? Da dürfte alles keine Probleme bereiten. Je nachdem, was Kadabra jetzt für Attacken drauf hat. Ich weiß nicht, aber der hat auf jeden Fall Psystrahl drauf. Ah, Teleport, Spukball hat er drauf, ist schon mal gut. Aber wir brauchen Psychokinese. Nein, Psychokinese, Bitch. Wir brauchen eine Psychokinese. Psychokinese. Warum bist du Level 29, du Haufen Scheiße? Oh, als ob das ein One-Hit ist. Mein Kadabra ist Level 23 oder was? Sick, Mate, das ist Level 24. Radfratz. Und da haben wir Raichu für. Hopp, komm rein, Brother. Gib mir das mal einen Doppelkick in die Fresse und dann bye bye. Ja, bye bye. Radfratz dürfte, glaube ich, tot sein sogar. Ja. Ciao. Bye. Und easy going, yeah. Komm, zeig dein letztes hässliches Pokémon. Bye. Tiefschlag, ah nein. Hat er keine Ehre? Hast du deinem Radfratz keine Ehre beigebracht, Team Rocket? Ja, kein Wunder, du hast ja auch keine Ehre. Ich gehe auch unter die Gürtellinie wie Tiefschläge. Das ging in die Hose, ja?
ging das? Und das war unehrenhaft von dir. Dass du deinen Radfahrts befohlen hast, Tiefschläge zu geben. Du Haufen Scheiße. So, Freunde, wir gehen jetzt hier einmal nach unten, weil hier gibt's nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ich von euch den Türöffner bekomme, oder? Aber naja, man kann ja im Nachhinein ja auch noch mit denen reden. Von dem her, ich denke, dass das so ist, dass man wahrscheinlich nach dem Kampf so oder so automatisch den Türöffner von dem jeweiligen Gegner gedroppt bekommt, wenn man halt den besiegt. Ich habe gehört, mit einem Silphscope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Ja, ich will das Silphscope haben, Mate. Gib mir das Silphscope. Hypno. Das ist gut. Wir haben nämlich auch einen Kadabra. Mit einem Spukball. Na? Das passt perfekt. Aber Hypno ist echt ziemlich sick. Ein Hypno ist ziemlich sick. Ja, also aufpassen. So, Spukball. Dass wir sogar als erstes angreifen, das wundert mich. Guck, wie heftig einfach seine Verteidigung ist. Ah, nicht einschlafen, Mate. Bei meinem Glück weiß ich, dass ich jetzt übertrieben lange noch eingeschläfert bin. Ah, ich will auch keinen Hyperheiler benutzen. Ich weiß nicht... Konnte man hier irgendwie einen Hyperheiler kaufen? Weil wenn ja, dann kann ich ja bei Prismania City eben schnell wieder einen Hyperheiler kaufen. Das ist gar kein Problem. Ah, das hat sich gar nicht gelohnt. Scheiße. Der hat ja, glaube ich, auch eine Unlichtattacke drauf, oder? Na, das hier. Ey, da war es eine heftige Attacke. Okay, ist stärk gegen physische Attacken. Ey, ist halt so, da kriegt er gar kein Damage. Was ist denn das für eine heftige Attacke, bitte? Evolution ist ja komplett OP. Sauber, Evoli, Mann. Mit deinen OP-Attacken. Ich geb mich geschlagen. Ach, das war ja dieses Labor hier. Okay. Na gut, erstmal hier entlang. Gib mir erstmal den Pokéball hier. Nugget. Okay, von mir aus. Dann gucken wir uns mal hier mal weiter rum. Zumindest wie wir zu dem Pokéball kommen, ist easy. Jetzt ist das ein bisschen schwieriger. Okay, immerhin so. Da würde ich runterkommen. Das ist auch mein, eigentlich, das ist ein gutes Ziel, aber ich will da gar nicht erst hin. Ich will, dass wir hier dieses Item hier kriegen. Aber da komme ich ja nicht mehr zurück, ne? So, das war auf jeden Fall jetzt schon mal richtig. Dann hier.
Dann als bin ich hier. Ja, genau, da sollte ich auch hin. Zumindest hier sind zwei Gegner. Auf geht's. Hallo? Warum ignorierst du mich, Bitch? Eindringling gesichtet. Ja, ich weiß. Tja. Und ich raub dir deine Luft aus der Nase, Bitch. Setz ruhig den Retter ein. Das wird dich auch nicht mehr retten. Schaufleisch effektiv gegen Gift. Top. Top, top. Sehr schön, Raichu. Mach ruhig deinen Dunkelnebel. Ist mir doch kackegal. Ciao. Abok, schwere Scheiße auf Türkisch. Ja, hopp. Schaufler wieder. Wird zwar kein One-Hit, aber Damage können wir ihnen auf jeden Fall schon geben. Ciao. Okay, der ist echt ziemlich low. Und der macht den dümmsten Fehler überhaupt. Der macht Dunkelnebel. Das ist so dumm, was er macht. Es bringt gar nichts, wenn er irgendwelche Statusveränderungen aufhebt. Der hat überhaupt keine Statusveränderungen. Und ich auch nicht. Also was bringt das denn? Vor allem, wenn ich Statusveränderungen habe, warum sollte er mich heilen wollen? Ist der blöd oder was? Zumindest scheint es so. Sonst würde ich so eine Attacke gar nicht machen. Oh Mann, keine Chance. Ja. Ich weiß, du bist halt blöd. Na Mann, ich wollte das Item schnell klauen. Was willst du denn hier? Was willst du denn hier, Mate? Was willst du, Pisser, hier? Alter, was willst du hier? Oh, ein lames Voltoball. Das reicht ja mal gar nichts mit Level 29. Das wird, glaube ich, sogar ein One-Hit. Kau. Ciao, Kakao. Ich hätte so gehofft, dass das Finale macht. Das wäre einfach so geil gewesen. Ciao. Nicht gut. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Oder finde ich das hier als Item? Hypertrank. Okay, keiner von denen hatte bis jetzt den Türöffner. Oder muss ich mit denen reden? Okay, okay, ich packe aus. Wenn du zum Boss willst, nimm den Aufzug. Was ist denn? Taragosa habe ich hier noch nie gesehen. Okay, hier waren, glaube ich, einfach nur die Items. Damit kann ich nichts anfangen. Ohne den richtigen Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. Okay, ich muss mit dem Schlüssel hierher. Oh, zum Glück geht das hier alles schneller. Das war in der ersten Gen wirklich so nervig, weil das so lang gedauert hat. Aber gut, wir müssen sogar noch mal einmal eins runter. Ich glaube, niedriger geht's gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Hallo? Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Ja, tja, tja. Ich weiß. Ich hab eure... Sagt denen mal oben Bescheid, dass sie alle scheiße sind. Oder sagt denen mal, dass sie scheiße sind, weil ich hab sie alle nämlich geschlagen, Bitch. Ich hab mich ganz nach unten gearbeitet. Was willst du von mir? Ciao. Das war's ja, glaube ich, auch schon wieder mit der, ne? Das war ja mal schnell. Ciao. Ich hab verloren, das kann doch nicht sein. Ja doch, es war ein One-Hit. Ciao. Finsteraura.
Das können wir uns mal schnell mal angucken, was das ist, was Finsteraura ist. Was ist denn Finsteraura? Wo ist das denn? Was war das für eine TM? Hier, 20. Stärke 80, Genauigkeit 100. Ist Unlichtattacke. Warum nicht? Garados könnte es lernen. Biss ist wie stark? Ja, statt Biss. Haben wir Finsteraura jetzt. Das passt schon so. Ah, okay, hier geht's nochmal weiter, okay. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das das auch gab in der ersten Gen. Ich glaube nicht, dass es zwei solche Bereiche gab. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Von hier aus komme ich jetzt erstmal nicht mehr weiter, okay. Heißt, wir müssen auf jeden Fall nach links. Wir haben jetzt erstmal alle Items, das ist ja schon mal gut. Jetzt können wir erstmal uns Gedanken machen. So, da das ja nicht keinen Sinn macht, was macht dann am meisten Sinn? Erstmal runter zu gehen, ne? Ja, das ist auch, glaube ich, die einzige Lösung. Ist vielleicht jetzt nur ein Typ hier, aber gut. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Was wenn doch? Was wenn doch, du Pisser? Was willst du tun? Mit welchem Pokémon willst du mich aufhalten, ne? Mit einem Radfratz? Da kannst du mal schnell deine Koffer packen gehen. Raichu zeigt dir nämlich, wo es lang geht. Hopp, Raichu. Doppelkick. Ciao, ciao, Radfratz. Bye, bye. Bye, bye. Yeah, baby. Ciao. Oh, ein Voltoball. Oh, wie schade. Das wird auch nicht lange überleben. Das ist ja mega schade. Raichu fickt euch alle. Ja, Raichu ist einfach so die perfekte Anti-Rocket. Das Anti-Rocket-Pokémon. Beziehungsweise es hat einfach so die Anti-Rocket-Strategie mit seinen Attacken. Es fickt jeden von Team Rockets Pokémon weg. Ja? Es hat einfach eine Kampfattacke, eine Donnerattacke und eine Bodenattacke, was einfach gegen Gift, was gegen Normal-Pokémon, Flug-Pokémon, ja, effektiv ist. Uff, ich bin am Boden. Ist mir doch egal. Na gut, Boys, da will ich jetzt nicht nach oben. Wir gehen da immer nach unten, aber dann haben wir auch schon wieder alles gesehen. Hier war ja sonst nichts mehr, ne? Ich denke, hier wird auch der Türöffner sein. Wahrscheinlich da oben. Ah, da sieht es auch noch was anderem aus, ja. Aber das werden wir alles im nächsten Part, denke ich, herausfinden. Boys, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Aufnahme. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Meine Damen und Herren, morgen ist nichts mehr. Tschüss.